Im Jahr des Tigers sind die Chinesen verrückt nach Souvenirs aus Gold. Rund um das chinesische Neujahrsfest ist die Nachfrage angestiegen um 12% im Jahresvergleich. Taugt Gold als sicherer Hafen in Zeiten steigender Inflation? Auf die Reflexe der Geldanleger ist jedenfalls Verlass. Kaum geht es an den Finanzmärkten turbulent zu, da kommen Alternativen in den Blick. Und damit auch Gold als Anlage. Die Frage aller Fragen. Gilt für Privatleute wirklich, Gold schützt vor Inflation? Der gute Ruf des Goldes, ist er wirklich gerechtfertigt? Darüber wollen wir sprechen mit Martin Siegel, Geschäftsführer beim Investmenthaus Stabilitas. Zu Beginn der Corona-Krise, da ging es ja mit dem Wert des Goldes genauso bergab wie auf den Aktienmärkten. Woran lag das? Ja, erstmal einen wunderschönen guten Tag. Also, immer wenn es Anspannung gibt an den Finanzmärkten und die Kurse fallen, also Liquidität gebraucht wird oder gesucht wird von den Anlegern, dann wird mittlerweile alles verkauft. Und da ist Gold auch keine Ausnahme. Und das heißt, wenn es große Verluste an den Aktienbörsen gibt, dann gibt es auch immer Anleger, die sagen, okay, wo kann ich meine Verluste mit ausgleichen? Und dann werden eben andere Assets wie zum Beispiel Gold auch verkauft. 2021, das würde ich auch noch sagen, da ist ja der Goldpreis leicht runtergegangen. Und wie erklären Sie das, wenn man da auf das Jahr guckt? Ja, also zum einen muss man sehen, dass Gold seit etwa der Jahrtausendwende sich in einem sehr langfristigen, sehr stabilen Aufwärtstrend befindet, der allerdings immer wieder unterbrochen wird. Und wenn es einmal besonders steil nach oben geht, wie im Jahr 2020, dann gibt es auch Jahre, in denen auch mal kleine Rückschläge zu verkraften sind. Insgesamt war Gold über die letzten 20 Jahre ein sehr, sehr gutes Investment, allerdings mit Pausen. Jetzt ist es so, dass dieses sehr viel billige Geld, was unterwegs ist, wie gesagt, sich den Weg sucht in die Gütermärkte und in die Sachwerte. Das sind vor allem die Aktien, die Immobilien und das Gold. Und es ist so, dass die Anleger mal den einen, mal den anderen Bereich favorisieren. In den letzten Jahren waren es vor allem die Aktien. Bei den Immobilien ist es eher ein längerfristiger Aufwärtstrend. Und im Gold gibt es die volatilsten Bewegungen. Das heißt, es geht mal sehr weit nach oben und dann mal wieder vielleicht für ein oder zwei Jahre nach unten. Insgesamt befinden wir uns aber in einem stabilen Aufwärtstrend. Wem empfehlen Sie denn, in Gold anzulegen, wenn man da so einen langen Atem braucht, der über Jahrzehnte offenbar anhalten muss? Also üblicherweise ist es so, dass es mal zwei, drei Jahre Rückschläge gibt und dann geht es wieder aufwärts. Gerade mit der sehr lockeren Zentralbankpolitik sind die Zeiträume nicht mehr ganz so lang wie früher. Es gab mal einen Zeitraum zwischen 1980 und 2000, in dem der Goldpreis 20 Jahre im Trend gesunken ist und immer wieder neue Tiefstände markiert hat. Da musste man einen langen Atem haben, über 20 Jahre. Aktuell ist es so, also seit der Jahrtausendwende ist es so, dass man maximal zwei Jahre warten musste, um dann wieder steigende Preise und dann auch neue Höchstkurse zu sehen. Wenn der Gold World Council jetzt zum Beispiel für China gute Perspektiven sieht, muss man da nicht vorsichtig sein? Denn dieser Rat gilt ja auch als Lobbyorganisation der Industrie, die Gold abbaut, also für den Bergbau zuständig ist. Also wer dem Rat des World Gold Council gefolgt ist, konnte keine Outperformance machen in den letzten Jahren. Ich würde den Anlegern immer empfehlen, sich eigene Gedanken zu machen, um dann zu einer Anlageentscheidung zu kommen. Wie sollten diese eigenen Gedanken aussehen? Also ich würde mich als Privatanleger schon versuchen, gegen die Inflation und die Geldentwertung abzusichern. Also die Zentralbanken haben ja die sehr lockere Geldpolitik noch nicht aufgegeben. Sie sind dabei, etwas anzuziehen, aber sie kommen gegen die Inflation nicht an. Wir haben aktuell Inflationsraten in Europa von etwa 5%, in Nordamerika von über 7% und das bei Zinsen von ziemlich genau 0%. In diesem Umfeld muss man sich absichern, um der Geldentwertung zu entfliehen, mit Aktien, Immobilien und Gold. Und hier gehört ein gewisser Anteil immer in Gold investiert. Gold hat den Vorteil, dass es zum einen nach einem Jahr steuerfrei ist. Es ist sehr fungibel, das heißt, man kann sehr schnell kaufen und sehr schnell verkaufen mit relativ kleinen Handelsspannen. Es gibt sehr viele sehr große und gute Goldhändler in fast jeder größeren deutschen Stadt. Und
Es ist eben eine Alternative zu Immobilien, die eben immobil sind. Das heißt, man muss große Summen anlegen, man kann sehr schlecht rein ein- und aussteigen. Und auch im Aktienbereich, zum einen haben wir im Aktienbereich sehr hohe Bewertungen zurzeit und zum anderen haben wir da auch, naja, die unternehmerischen Risiken, die jetzt bei steigenden Zinsen auch nicht ganz unproblematisch und einfach zu bewältigen sind. Von den Verbraucherzentralen, da hört man allerdings regelmäßig, Gold ist alles andere als eine sichere Geldanlage. Da lohnt sich eine Anlage allenfalls mit kleinen Teilen des gesamten Vermögens. Würden Sie das unterschreiben? Also ich würde mal sagen, die Verbraucherzentrale liegt seit vielen Jahren daneben. Wer in Gold investiert hat, hat in den letzten Jahren hohe Gewinne machen können. Wer dem Rat der Verbraucherzentrale gefolgt ist und darauf verzichtet hat, hat eben auch auf diese Gewinne verzichtet. Das heißt, wenn die Verbraucherzentralen sagen, höchstens 5 bis 10% des Vermögens soll man in Gold anlegen, dann würden Sie widersprechen? Also für 10% wäre schon eine sehr gute Summe. Ich gehe davon aus, dass die allermeisten Anleger einen weitaus kleineren Anteil in Gold investiert haben. Und hätten sie einen größeren Anteil in Gold investiert, hätten sie von dem Goldpreisanstieg der letzten 20 Jahre profitieren können. Da Sie so für Gold werben, halte ich mal dagegen, Gold in kleinen Mengen zu kaufen, ist einfach zu teuer, sagen die Verbraucherschützer. Also wenn ich Gold kaufe bei einem guten deutschen Goldhändler, bezahle ich zwischen An- und Verkauf etwa 4%. Und der Goldpreis hat sich seit dem Jahr 2000 vervierfacht. Das heißt, ich habe 300% Gewinn gemacht und da ist ein An- und Verkauf von 4% zu verschmerzen. Wenn man Geld in Gold anlegt und nicht in Aktien, dann arbeitet das ja nicht. Ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen nicht immer die bessere Geldanlage als Gold, das einfach nur herumliegt und von dem man hoffen muss, dass es eben an Wert gewinnt? Also wenn es ein dynamisch wachsendes Unternehmen ist, was die Gewinne auch steigert und den Wert des Unternehmens steigert, ist es sicherlich auch eine sehr gute Alternative zu Gold. Ich empfehle auch, das Vermögen weit zu streuen. Also ich empfehle immer, in Aktien, Immobilien und Gold investiert zu sein und nicht nur ausschließlich in Gold. In manchen Zeiten hat sich der Goldpreis deutlich besser entwickelt als die Aktienmärkte. In anderen Zeiten waren die Aktienmärkte die bessere Geldanlage, gar keine Frage. Es liegt natürlich auch an der Aktienauswahl. Es gibt auch Unternehmen, die ein paar Jahre dynamisch wachsen und hinterher dann auch wieder schrumpfen und Krisen erleben. Hier ist man beim Gold langfristig viel besser abgesichert. Gold wird langfristig seinen Wert nie verlieren und die Inflation ausgleichen. Wenn Sie sich den Dow Jones Index von 1930 ansehen, dann sehen Sie, dass da heute nur noch ein oder zwei Unternehmen davon übrig geblieben sind. Also ein Aktieninvestment erfordert auch ein sehr genaues Beobachten der Märkte und auch ein Reagieren auf die Entwicklung der Märkte. Also es ist ein ganz anderes Investment als in Gold, aber natürlich eine sehr gute Alternative oder eine sehr gute Ergänzung zum Gold. Denn Gold bringt weder Zinsen noch Dividenden. Das liegt einfach nur da und man muss eben hoffen. Ja, der Goldpreis steigt eben, weil alles teurer wird. Also man muss sich das so vorstellen. Die Zentralbanken erhöhen ständig die Geldmenge, weil ja die alten Schulden immer mit neuen Schulden getilgt werden müssen. Und die Staatsverschuldung summiert sich ja immer weiter auf. Das heißt, durch die Zinsbelastung und weil ja die Staaten nicht in der Lage sind, auch mal Schulden zurückzubezahlen, muss dieser Schuldenanstieg immer mit einer steigenden Geldmenge beantwortet werden. Dadurch wird alles teurer. Die Aktien werden im Wert teurer, die Immobilien werden im Wert teurer und auch der Goldpreis steigt im Wert, also ausgedrückt in Geld. So, und das bedeutet, dass ich den Kaufkraftverlust, den die Zentralbanken verursachen durch die Erhöhung der Geldmenge, mit Gold immer ausgleichen kann. Das heißt, ich habe zwar keine Zinserträge, aber ich habe immer steigende Kurse. Und das ist das Besondere beim Gold, dass ich mit diesen steigenden Kursen mich gegen die Verluste durch die Inflationspolitik der Zentralbanken absichern kann. Das mache ich übrigens mit Grundstücken, mit Immobilien und mit Aktien auch. Sagen Sie uns jetzt mal Butter bei die Fische. Wie viel Geld sollte man mindestens in die Hand nehmen, bevor man darüber nachdenkt, Gold zu kaufen? 1000, 10.000, 50.000, 100.000 Euro?
Also die kleinste vernünftige Menge ist eine Unze und das entspricht einem Gewicht von 31,1 Gramm. Das ist so die absolut gebräuchlichste Handelseinheit beim Gold. Und eine Unze Gold kostet etwa 1.600 Euro. Und das ist die kleinste Einheit, bei der es Sinn macht, in Gold zu investieren. Und da fressen die Verwaltungskosten nicht diese kleine Unze auf? Na, man hat einmal die Portogebühren, wenn man das bei einem Online-Händler kauft. Und die Goldunze kann man dann entweder gut verstecken. Wenn es dann mehr Münzen werden, dann empfiehlt sich ein Schließfach bei einer Bank, was es etwa für 30 Euro im Jahr zu mieten gibt. Das heißt, Sie sagen, man muss dieses Gold tatsächlich real da haben und kann nicht auf irgendwelche Papiere vertrauen, die einem da sozusagen vorgezeigt werden. Es muss richtig da sein, man muss es anpacken können. Ja, ich würde immer empfehlen, das Gold physisch zu kaufen, damit man es im Zweifelsfall auch zur Verfügung hat. Ein Rettungsring bringt Ihnen auch nichts, wenn Sie nur ein Zertifikat über einen Rettungsring haben. Also wenn die Finanzmärkte in Spannung geraten und Sie sich absichern wollen, dann sollten Sie das Gold auch physisch da haben. Alternativ bieten sich natürlich Goldminenaktien an oder auch Goldminenaktienfonds, in denen dann ja vielleicht 30 bis 50 verschiedene Goldminengesellschaften gebündelt sind. Hier kann man auch kleinere Anteile über jede Bank und jede Sparkasse oder jede Fondshandelsplattform kaufen. Wie viel Kilo Gold, wahrscheinlich letzte Frage, haben Sie in Ihrem Schließfach liegen? Ja, darüber werde ich öffentlich keine Auskunft geben. Ich will ja nicht die Bank gefährden, bei der es liegt. Nein, also das ist natürlich, das bleibt natürlich mein Geheimnis, ja. Mit einem goldenen Lächeln sage ich Danke an Martin Siegel. Gerne.